Eine Villa zum Verlieben. Mit typischen Jugendstil-Elementen, Efeu bewachsen und halb verborgen hinter hohen Bäumen, lässt sie das Herz von Liebhabern des Besonderen höher schlagen. Die charmante Villa liegt in einer ruhigen, grünen Wohnlage von Rahlstedt, einem beliebten Stadtteil Hamburgs mit guter Verkehrsanbindung und Infrastruktur. Die hohen Räume im Erdgeschoss strahlen mit ihrer Stuckverzierungen und ihren großen weißen Sprossenfenstern stilvolle Eleganz aus. Die beiden Salons und das Esszimmer sind durch breite, von weißen Holzrahmen eingefasste Durchgänge miteinander verbunden, die den ohnehin großzügigen Räumen noch mehr Weite verleihen. Hohe Sprossenfenster sorgen für viel Licht und schöne Ausblicke ins Grüne. Vom Esszimmer führt eine große Fenstertür auf die erhöht gelegene Steinterrasse, die an warmen Tagen zu einem gemütlichen Frühstück oder auf ein entspanntes Glas Wein am Abend einlädt. Die geräumige Küche verfügt über eine eindrucksvolle breite weiße Kassettentür mit stilvollen Messinggriffen und auch hier sorgt ein großes hohes Sprossenfenster für Helligkeit. Der Flur im Obergeschoss bietet ausreichend Platz für Kommoden, Regale oder eine Garderobe. Zwei schön geschnittene Zimmer mit hohen weißen Sprossenfenstern und klassischen weißen Kassettentüren können als Schlaf-, Kinder- oder Arbeitszimmer genutzt werden. Ein weiteres Zimmer kann durch geringe bauliche Veränderungen aus den vorhandenen Räumen entstehen. Dem Badezimmer verleiht eine kleine Dachschräge mit Fenster und eine herrlich nostalgische freistehende Badewanne einen besonderen Charme. Im weitläufigen Garten stehen schöne alte Bäume, die durch alle Jahreszeiten eine reizvolle Landschaft schaffen. Umgeben von dichten Hecken findet man hier den perfekten Rückzugsort. Der Lagerraum unter der erhöhten Terrasse bietet Gartengeräten einen unauffälligen Platz. Der idyllische Garten grenzt an einen kleinen Bach.